Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind mitten im sechsten Engel, mitten in der Beschreibung der Braut, mitten in der Vollendung der Apostel, mittendrin in der Kirche, im Lamm, in der Heiligen Trinität, mittendrin in 1 Korinther 15, mittendrin in der Erfüllung, im Ziel und im Ende der Apokalypse. Und 22,1, und er zeigte mir einen Strom von Lebenswasser, glänzend wie Kristall. Der geht vom Throne Gottes und des Lammes aus. Den Strom gibt es schon in Ezechiel. Ganz rätselhaft, was dieses Weißwasser bedeuten sollte, das da in den letzten Kapiteln dieses Propheten beschrieben wird. Hier kommt die Auflösung des Rätsels. Es handelt sich um den Strom von Lebenswasser. Das heißt, um die Gottheit selber, die hineinfließt in die Kirche. Zunächst durch das Taufwasser, dann aber von Ewigkeit zu Ewigkeit in dieser quasi Communicatio Idiomatum, in diesem sich Ausgießen der Gottheit in die Kirche hinein. Also unser Sein im Himmel ist nicht so sehr ein Schauen, es ist ein Erfülltwerden und immer wieder Erfülltwerden von der Präsenz der Gottheit Christi. Wir haben also der Gott hat uns gegenüber eine Bringschuld oder setzt sich uns gegenüber in eine Bringschuld, wo er ständig in den Leib seiner Kirche hineinfließt, vom Thron und vom Lamm. Also die Messe, die wir hier auf Erden feiern, ist das Prinzip, ist der Anfang und das Prinzip der apokalyptischen Vollendung. Wenn er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, ich bin der, der war, der ist und der sein wird, gilt das auch für die Messe. Die Messe ist der war, das heißt der Anfang. Sie ist unsere Gegenwart, die uns führt, und sie ist das Ziel, in der sich alles vollendet. Das 21. und 22. Kapitel der Apokalypse ist darum auch eine Darlegung der Heiligen Messe. Inmitten ihres Platzes, das muss der Platz sein, der im geistlichen Sinn Sodom und Gomorra heißt, oder der Nachfolger dieses Platzes, das ist das Zentrum der ganzen Stadt. Und zu beiden Seiten des Stromes steht der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt. Wir sind da so nahe an die Messe herangekommen in der Erläuterung, dass es hier weitergeht. Der Baum des Lebens, das ist das Kreuz. Das ist die Erfüllung des Baumes des Lebens, dem wir in der Genesis begegnet sind. Anfang, in der Apokalypse gleichen sich Anfang und Schluss. Der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt, Symbol für die 12 Monate. Jeden Monat spendet er seine Frucht und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wir sind wieder zurückgekehrt. Wir sind wieder zurückgekehrt in das Paradies. Die Abfolge der Zeit wird übernommen von der Logik und von der Abfolge des Kreuzesopfers. Und die Blätter dieses Baumes dienen zur Heilung der Völker. Das heißt, Krankheit und Tod, die Auswuchs sind des ungesunden Körpers, sind nicht mehr da. Die Folgen der Erbsünde sind beseitigt. Und nichts vom Fluch Getroffenes wird es Fürder geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Also das ist das Herunterstülpen der Heiligen Trinität. Und das Dienen der Knechte ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Ewigkeit von Ewigkeit die Liturgie der Kirche sein wird. Die Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name wird auf ihrer Stirne sein, das hatten wir schon da in der Geschichte mit dem Kapitel 13, umgekehrt. Nacht wird es nicht mehr sein und sie brauchen weder Lampenlicht noch Sonnenlicht, denn Gott der Herr wird leuchten über ihnen und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Vollendung.
der Heiligen Messe, 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind treu und wahr. Mit anderen Worten, was du da gesehen hast, das ist das Gleiche, von dem ich damals in Laodicea gesprochen habe, wo der Amen gesprochen hat, der Treue und Wahre, von dem ich gehört habe, kauf alles von ihm, denn du hast nichts. Und dieser Treu und Wahr, der sich nachher inkarniert hat im Weißen Reiter, beim Osterengel, der da losgezogen ist, das ist der Treu und Wahr, von dem ich gerade geredet habe. Denn Treu und Wahr ist die Heilige Messe. Und das Kreuz ist Opfer Jesu, denn seine Treue hat er bewiesen am Kreuz. Wo er hätte anders können. Wenn ich will, rufe ich meine Engel und ich serviere euch alle ab. Pontius und Pilatus beide. Und wahr ist er, weil in diesem einen Opfer die ganze Wahrheit Gottes und die ganze Wahrheit der Menschen offenbar wird. Das ist der Moment, wo der Tempel zerreißt und wo die Kleider zerrissen werden, auseinandergerissen werden und wo die Nacktheit des Menschen sichtbar wird. Darum treu und wahr. Und er sprach zu mir noch einmal 6, diese Worte sind treu und wahr. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel ausgesandt, um seinen Knechten zu weisen, was in Bälde geschehen muss. Bitte schön, das ist nun genau ein Zitat vom Anfang, wo wir gesagt haben, das spricht von der Eucharistie. Aber dieser Engel da, der da ausgesandt wurde, wird hier, das ist irgendwie schon ein Hinweis auf den 7. Engel. Denn der 7. Engel ist die Heilige Messe. Und damit kehrt die Apokalypse wieder ganz in den Anfang zurück. Dort, wo wir begonnen haben, vor 10 Tagen, als wir gelesen haben, Offenbarung Jesu Christi, dem Gott gab, damit er seinen Knechten zeige, was in Bälde geschehen muss, und gewiesen hat sie durch seinen Engel, seinem Diener Johannes. Also das kehrt wieder. Und der letzte Engel, der 7. Engel, ist gleichzeitig auch der 1. Engel, durch den alles ausgelöst wird und in dem sich alles erfüllt. Der eigentliche Engel, in dem alle anderen Engel verbunden sind, das ist die Liturgie der Kirche, wo das Lamm ist, wo die Kirche ist, wo die Trinität ist. In diesem Engel wird alles eins. Und dieser letzte, 7. Engel wird hier eigentlich nur noch angedeutet. Der tritt nicht mehr so klar auf, weil er das Ganze ist. Und am Schluss wird alles eingepackt in einen großen, in die Flügel eines großen Engels, der bleiben wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum sagt die Liturgie von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil sie weiß, dass alles vergehen wird und nur sie bleiben wird. Denn die Liturgie ist dort, wo die Heilige Trinität alles in sich aufnimmt. 1. Korinther 15. Und siehe, ich komme bald. Also dieser Engel da in 22,6 ist nicht einfach ein formeller Engel wie die allen anderen, aber der Hinweis auf den 7. Engel, der 1. Engel ist und alle Engel zusammenfasst. Und siehe, ich komme bald. Selig, wer an den prophetischen Worten dieses Buches festhält. Und ich, Johannes, jetzt sagt Johannes noch etwas, bin es, der dies hörte und schaute. Und nachdem ich es gehört und geschaut hatte, fiel ich, um anzubeten. Also ein bisschen wie das Ende des Johannesevangeliums, nicht? Ich, Johannes, der es bezeugt hat, verkündet es, und hier auch, ich, Johannes, bin es, der es angeschaut hat. Er hatte ein bisschen das gleiche Problem wie der Hitchcock, nicht? Hitchcock musste auch in jedem Film irgendwie vorkommen. Es gibt zum Beispiel einen Film, am Anfang kommt ein Zug, da steigt der Hauptdarsteller ein, aber bevor er einsteigt, steigt ein Mann mit einem Cello aus, das ist der Hitchcock. Es gab ein anderes Problem, da hat er einen Film, wo alle immer die ganze Zeit auf einem Boot sind. Da kann der Hitchcock nicht schnell mal auftauchen und sagen, ha, bin ich schon in Amerika. Aber da liest einer die Zeitung, in der Zeitung ist ein Bild vom Hitchcock. Und so hat es der Johannes ein bisschen. Am Schluss taucht er irgendwie in der Ich-Form auf hier.
Und da kommt das noch einmal, was wir schon einmal gesehen haben. Und nachdem ich es gehört und angeschaut hatte, fiel ich um und anzubeten, zu den Füßen des Engels nieder, der mir sagte, der mir das zeigte. Aber er spricht zu mir, nur nicht. Ich bin dein Mitknecht, der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die Worte dieses Buches bewahren, die Worte dieses Buches bewahren, Gott bete an. Wo kam das vor? Auch beim Osterengel, das hatten wir schon einmal, dass er niederfallen will, vor dem Traktor. Und der Traktor sagt ihm, nein, nicht vor dem Traktor musst du niederfallen, sondern vor der Ware, die ich gebracht habe. Denn meine Worte sind treu und wahr, das heißt Realität, nicht einfach flatus voces. Das sind diese scharfen Hammerschläge und Dolchhiebe gegen den Lutheranismus und gegen die Sola Scriptura. Denn nicht die Scriptura ist das Wesentliche, sondern was, worüber die Scriptura schreibt und sagt. Nicht das Zeugnis ist das Entscheidende, sondern Christus, der durch das Zeugnis dargebracht wird. Und die Apokalypse redet nicht von sich selbst, sie redet von der Liturgie. Die Liturgie ist das eigentlich Wirkliche in der Kirche, nicht die Heilige Schrift. So wichtig, bitteschön, sie auch ist und entscheidend, um das zu verstehen, was abgeht. Darum. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die prophetischen Worte dieses Buches, denn der Zeitpunkt ist nahe. Der Frevler soll weiter Frevel begehen, der Beschmutzte soll sich weiter beschmutzen, der Gerechte weiter Gerechtigkeit üben und der Heilige soll sich weiter heiligen. Die Zeit ist nahe. Also wir sind wieder zurückgekehrt an den Anfang der Apokalypse. Dort, wo die Liturgie zelebriert wird, wo es die Heiligen gibt und die Sünder, wo die Kirche in der Welt wirkt und nichts geschieht, wo alles irgendein Parallelverfahren läuft. Auf der einen Seite die Kirchen, die offen sind, und auf der anderen Seite die Bordelle, die offen sind, wo das zwei Realitäten sind, die sich nie treffen, wo wir äußerlich nicht sehen, wo wir das Gefühl haben, dass wir nicht ändern. Jetzt habe ich schon so viele Jahre in der Kirche Gitarre gespielt und es scheint alles ungefähr gleich gewesen zu sein, als bevor ich Gitarre gespielt habe. Es tut sich nichts in dieser Welt. Und das greift die Apokalypse auf in der Rückkehr zum Anfang, der gleichzeitig auch das Ende und der Inhalt des Ganzen ist, nämlich in der Rückkehr zur Liturgie. In diesem Doppelspiel, wenn wir so wollen, müssen wir weiterziehen, bis wir allerdings durch die Liturgie hindurch die Stimme Christi hören. Und das ist eigentlich der letzte Teil dann der Apokalypse ab 22,12. Siehe, ich komme bald. Das hat Christus auch schon vorher gesagt, aber jetzt spricht er länger. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten nach seinen Werken. Siehe, ich komme bald, jedes Mal, wenn das Glöcklein zur heiligen Messe läutet, um meinen Lohn mit mir, denn ich bin der Lohn, und jeder, der mich empfängt, hat den Lohn empfangen, um einem jeden zu vergelten nach seinem Werk, bitte schön im Singular, nach seinem Werk im Singular. Denn das Werk ist die heilige Messe. In diesem Geschehen vollendet sich das ganze Gesetz des Moses, das uns so viele Werke aufgetragen hat. In diesem einen Werk werden alle Werke vollbracht. Ich bin das Alpha und das Omega. Deine lange Christuspredigt hier, also die kann sich schon messen mit Christuspredigten in den Evangelien. Ich bin das Alpha und das Omega, ich aber der eucharistische Jesus, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Heil denen, die ihre Kleider waschen, damit ihnen das Anrecht auf den Baum des Lebens zuteil wird. Die Kleider gewaschen haben, das sind die Getauften. Und die Getauften bekommen das weiße Kleid, und das weiße Kleid ist das Hochzeitskleid. Und sie durch die Tore eingehen in die Stadt, das heißt in die Kirche, das heißt in die Liturgie. Draußen bleiben die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder,
der die Lüge liebt und übt. Mit dem Sammeln der Kirche und des Himmels bleibt die Hölle übrig. Wer nicht mitmacht, bleibt draußen. Und draußen sind die Hunde. Ich gab da in Gamming die Frau, die Mr. Belle, die so ihre Hunde geliebt hat und als der schönste von ihnen ein ganz widerliches Vieh, so ganz klein gestorben ist, hat sie das Vieh sogar in den Tiefkühltruhe gelegt, damit sie ihn betrachten konnte von Zeit zu Zeit. Und ich habe ja nie getraut zu sagen, dass ihre Hunde nicht in den Himmel gekommen kommen nach Apokalypse 14. Gut. Also dieses letzte Wort lässt sich die Bibel nie nehmen, bis zum Schluss nicht. Sie kann nicht ohne den Himmel, kann nicht vom Himmel sprechen, ohne doch noch in einem Zusatz von der Hölle zu reden. Vielleicht müssten wir das doch ein bisschen ernster nehmen, biblischer werden, zu den Quellen zurückgehen, wie sie das Wesentliche betrachten. Ich, Jesus, redet immer noch weiter. Also habt ihr gar nicht gewusst, dass die Apokalypse mit so einer langen Jesusrede endet. Ich, Jesu, denn die Jesusrede ist die Liturgie der Kirche. Das ist dort, wo das Lamm zu uns spricht. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Noch einmal dieser siebte Engel, der da angesprochen wird, um euch dies vor den Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern des Himmels, habe ich dazu gefügt. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Jetzt wird Christus geantwortet in der heiligen Liturgie, wenn die Braut, wie im Hohen Lied, dem Bräutigam nachrennt und sagt, wo ist er, der mich besucht hat mitten in der Nacht, man hat ihn geschlagen. Jesus Christus natürlich. Also wäre auch mal eine schöne Auslegung des Hohen Liedes, könnte man interessante Sachen da zur Kenntnis nehmen. Und dieser Christus, der zu seiner Braut gesprochen hat, der hört jetzt die Antwort der Braut, Ella auf Griechisch, komm. Und wer es hört, soll sprechen, komm. Aber es hört das nur, wer an der Liturgie teilnimmt. Der andere hört die Stimme nicht, kann ihn entsprechend nicht rufen, weiß nicht, wo er ist, hat den Sonntagvormittag im Wald verbracht, die Vögel haben gezwitschert, es war schön, aber die Stimme Christi war nicht dort. Komm, und wen es dürstet, das ist der Sünder, der komme, wer will, der empfange lebendiges Wasser umsonst. Wenn du schon seine Stimme nicht hörst, dann merk wenigstens, dass dir was fehlt im Leben. Wenn du noch draußen bist, dann schau das an und stelle fest, wo alles endet und wie du keinen Tag zubringen kannst, ohne wirklich zufrieden zu sein, wo du permanent im Schatten des Todes lebst und so groß gekotzt ein bisschen das zu überspielen versuchst und tust, als ob alles in Butter wäre. Nichts ist in Butter. Und weil alle anderen das gleiche Spiel mitspielen und dich betrügen, möchtest du als betrogener Betrüger leben und so tun, als ob nichts wäre. Du weißt doch ganz genau, dass das Schwert des Todes täglich über deinem Kopf hängt und dass man so nicht leben kann. Also wenn du merkst, dass dir was fehlt und dass du dürstest nach Leben und weißt und merkst, wie es dir rausrinnt wie aus einer Sanduhr, wenn du das merkst, dann bist du auch herzlich eingeladen. Wenn du noch draußen bist bei den Hunden und bei den Feigen, bei der ganzen Bande, die draußen bleibt, dann mach diesen Schritt hinein. Denn zu verlieren hast du nicht. Du hast schon alles verloren und was du nicht jetzt schon verloren hast, das wirst du noch verlieren. Jedes Mal, wenn der Geburtstag feiert, dann könnt ihr sagen, jetzt sind 20 Jahre im Eimer, jetzt sind 30 Jahre im Eimer, jetzt sind 40 Jahre im Eimer. Und so geht's weiter, bis du in den Eimer kommst. Und dann ist Schluss aus. Und das ganze Theater, die ganze Aufregung, die Freude war für die Katze, das Glück war für die Katze, das Unglück war für die Katze, der Trauer war für die Katze. Es war alles umsonst. Let's face it. Und wenn du das merkst und der Durst in dir aufkommt, den Durst, den Christus am Kreuze für dich aufgenommen hat, dann mach den Schritt und geh hinein. Empfang das lebendige Wasser umsonst, so wie die heiligmachende Gnade keine Fragen stellt, keine Beichte verlangt, nichts erwartet von dir, außer dass du deinen Kopf unter die Quelle der Taufe beugst. Und ich bezeuge jedem, jetzt ist wieder Christus da. Es endet die Apokalypse so mit einem Gezwitscher zwischen Christus und der Braut. Mit einer Liturgie in situ, wie die Archäologen sagen, wenn sie einen Stein dort gefunden haben, wo er immer schon lag. Eine Liturgie geht da ab.
Und ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wenn jemand ihnen etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben steht. Denn zu Christus braucht man nichts hinzuzufügen. Es braucht nicht noch irgendwelche Privatveranstaltung, um dann Messe noch etwas hinzuzufügen. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieses Weissagens etwas wegnimmt, dem wird Gott seinen Anteil geben am Baume, seinen Anteil wegnehmen am Baume des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buche geschrieben steht. So ähnlich ist die Bulle quam primum formuliert, die beim Messale von Pius V. abgedruckt ist am Anfang. Ganz sicher eigentlich nicht ohne Bezug auf die Apokalypse. Ganz sicher nicht ohne zu wissen, dass dieser letzte Teil der Apokalypse spricht von der Liturgie der Kirche, in der gestern, heute und morgen und von Ewigkeit zu Ewigkeit alles enthalten ist. Und wenn wir in dieser Liturgie die Stimme Christi hören, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Wenn wir von seinem Kommen hören, da können wir nur antworten mit dem gleichen Wort. Amen, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus. Und somit endet die Apokalypse genau dort, wo sie begonnen hat. In Bälde werde ich kommen und dann legt Johannes mit der Heiligen Eucharistie los. Und hier legt er wieder los mit diesem liturgischen Gruß, der Anfang, die Mitte und das Ende all dessen ist, was existiert und was hineingenommen wird in die Heilige Trinität und in die Brust des Vaters. Er endet mit den Worten, die Gnade des Herrn Jesu sei mit allen. Amen. Damit ist die Geschichte vollendet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.